Pelé, inzwischen zum besten Fußballer aller Zeiten avanciert, war beim Endspiel wegen einer Verletzung zum Zuschauen verurteilt. Zur Überraschung der 70.000 in Santiago konzentrierte sich die Tschechoslowakei nicht nur aufs Tore verhindern. 1:0 durch Masopust. Doch schon zwei Minuten später der Ausgleich. Torhüter Schreuf, dessen Leistungen überhaupt erst den Einzug ins Finale möglich gemacht hatten, rechnete mit einer Flanke. Amarildo tat ihm den Gefallen allerdings nicht. 1:1. Nach der Pause dauerte es immerhin noch 25 Minuten, ehe sich die überlegene Taktik der Südamerikaner durchsetzte. Zito zum 2:1. Das dritte und entscheidende Tor des Titelverteidigers ging eindeutig auf das Konto von Schreuf. Von der Sonne geblendet unterlief er eine Flanke von Djalmar Santos und Vava staubte ab zum 3:1. Brasilien holte sich zum zweiten Mal den begehrten Coupe Jules Rimet.